Klar ist, wir brauchen am Ende dieses Übergangs auch neue fossile Kapazitäten, das heißt Gaskraftwerke in dieser Übergangszeit, die die Probleme mit den unstetig anfallenden erneuerbaren Energien auffangen, bis wir sozusagen in Europa eine Netzstruktur haben, bis wir intelligente Netze haben, die diese Probleme dann nach und nach aufnehmen. Also brauchen wir Kapazitäten. Aber es ist klar, dadurch, dass die Erneuerbaren die Spitzen schon runterfahren, solche Gaskraftwerke natürlich nicht diese Betriebsstunden haben, wie sie sie klassischerweise haben. Das heißt, es ist eine Frage, ob sie sich ökonomisch auch rentieren. Das tun sie bei den gegenwärtigen Rahmenbedingungen nicht. Und deswegen brauchen wir zum Beispiel Kapazitätsmärkte für die Errichtung solch neuer Gaskraftwerke. Wenn wir nun wissen, dass die Planung und Ausführung und Umsetzung solcher Kraftwerke gut 3 bis 5 Jahre dauert, dann müssen wir ja heute wohl damit anfangen. Es ist uns bei der Energiewende in der Diskussion mit der Bundesregierung zugesagt worden vom Bundesminister Rösler, dass es sich darum kümmern wird, dass wir solche Kapazitätsmärkte schaffen für Gaskraftwerke. Ich höre davon bisher überhaupt nichts. Also ich meine, da muss doch jetzt endlich mal was geschehen, dass wir die schaffen, dass wir sie europaweit ausschreiben und dass da endlich was auf dieser wichtigen Übergangstechnologie passiert. Ich sehe da nichts, ich höre da nichts von der Bundesregierung. Und das sind alles Fragen, die Unsicherheiten erzeugen. Und deswegen ist es notwendig, dass wir da endlich mal Schritte vorankommen und sich die Bundesregierung kraftvoll diesem Thema annimmt. Das zweite Beispiel, das ich nennen will, das ist ebenso wichtig. Wir brauchen natürlich Speicherkapazitäten. Jetzt ist es da ebenso, dass bei solchen Speicherkraftwerken, in meinem Bundesland ist ja geplant, ein großes Speicherkraftwerk mit 1400 Megawatt zu bauen, dass auch das jetzt wieder in Frage steht aus ökonomischen Gründen, weil da dieselben Prinzipien gelten. Dadurch, dass die Regenerativen die Spitzen schon runterdrücken, die Margen niedriger werden, brauchen wir auch da ökonomisch andere Rahmenbedingungen, damit sich solche Speicherkraftwerke auch lohnen, damit investiert wird und sie gebaut wird. Also da muss man entweder am EEG etwas machen, man muss ebenfalls über Kapazitätsmärkte nachdenken oder man muss sie bei den Netzgebühren entlasten, was auch immer. Jedenfalls ist es doch ganz unumstritten, dass wir solche Speicherkapazitäten brauchen, auch in Bälde. Und auch da fehlen mir die Ansagen der Bundesregierung. Ich möchte also